So, hallo alle zusammen. Heute geht es weiter mit dem nächsten Lego Ninjago Set zur Staffel 15. Und gleich vorweg wieder eine kleine Spoilerwarnung. Falls ihr Staffel 15 selber noch nicht gesehen habt und noch keine Informationen zu der Staffel haben möchtet, dann solltet ihr euch das Video halt erst anschauen, wenn ihr Staffel 15 selber gesehen habt. Gut, und dann schauen wir uns hier jetzt mal dieses Set an. Das ist die Nummer 71752, der Ninja Unterwasser Speeder. Das Set ist jetzt im Juni 2021 neu erschienen. Es kostet normalerweise knapp 40 Euro und besteht aus 356 Teilen. Es gibt aber gerade ein sehr interessantes Angebot bei Brickstore. Da kostet das Set gerade 28 Euro. Ich verlinke euch den Shop mal unten in der Videobeschreibung. In dem Set sind dann 4 Minifiguren dabei. Die sehen wir hier unten schon mal. Und hier auf der Rückseite sieht man noch die Funktionen, die das Set dann zu bieten hat. Die testen wir aber natürlich nachher gemeinsam am aufgebauten Modell. Aber vorher werfen wir natürlich auch hier erstmal einen Blick in die Box und schauen mal, was da alles drin ist. So, in der Box waren jetzt 3 nummerierte Tüten. Zudem haben wir auch wieder einige Aufkleber, die sehen wir hier mal. Und hier haben wir dann noch die Anleitung, die sieht so aus und die hat insgesamt 91 Seiten. Und hier auf der nächsten Seite sieht man noch die anderen Sets aus der neuen Welle. Die habe ich euch ja dann schon alle vorgestellt. Und jetzt baue ich mal dieses Set hier auf und wir hören uns dann gleich wieder. Also bis gleich. So, fertig. Hier haben wir jetzt das aufgebaute Set. Für den Aufbau habe ich jetzt so circa eine Dreiviertelstunde gebraucht und ich finde, das Ergebnis sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Das Fahrzeug hat irgendwie eine tolle Form, das schauen wir uns nachher natürlich nochmal ein bisschen genauer an, aber als erstes werfen wir auch heute wieder einen kurzen Blick auf die Minifiguren. Und wir starten mal mit den beiden Ninja, die in dem Set dabei sind, mit Jay und Cole. Beide Figuren haben hier dann noch so Taucherflossen mit dabei, die habe ich jetzt auch mal abgemacht, damit ich euch die Figuren halt besser zeigen kann. Zudem haben beide Figuren dann noch Harpunen in der Hand. Die von Jay, die sieht mal so aus, mit einer Spitze oben drauf. Und die von Cole, die haben wir dann hier drüben. Die bestehen dann aus 3 Teilen. Also hier ist noch so ein Laserschwertgriff in Gold und noch eine etwas andere Spitze. Beide haben dann aber eine Taucherflasche hier auf dem Rücken, weil es geht ja für die Ninja unter Wasser. Das Teil ist eigentlich ziemlich cool. Das werde ich euch gleich nochmal in ganz zeigen. Das wird nämlich einmal zwischen die Beine und den Torso gesteckt. Hier sind auch noch so ein paar Taschen dann angedeutet. Dann hat man eben hinten die Taucherflasche auf dem Rücken. Und vorne hat man noch ein Sauerstoffgerät. Zudem tragen sie natürlich Taucherbrillen, die gleichzeitig mit der Ninja-Maske verbunden sind. Also das ist komplett ein Teil. Die Taucherbrillen kann man also nicht abnehmen. Man kann die auch nicht nach oben geben oder so. Und jetzt werde ich dann nochmal die Taucherausrüstung abnehmen. Das zeige ich euch dann mal kurz bei Jay hier. Also man nimmt erstmal die Maske oben ab, dann den Kopf. Dann kann man hier schon mal die Atemmaske vom Oberkörper abnehmen. Und da muss man den Oberkörper eben noch von den Beinen trennen. Und dann hat man hier das komplette Teil. Das wird, wie gesagt, dann zwischen Beinen und Torso gesteckt. Hinten ist dann die Sauerstoffflasche. Und hier oben haben sie noch das Atemgerät. Das kommt einfach zwischen Oberkörper und Kopf. Und das komplette Teil ist dann auch noch aus Gummi. Und hier hinten in die Taucherflasche kann man, wenn man möchte, auch noch ein Katana reinstecken. Das sieht dann mal so aus. In dem Set sind aber keine Katanas mit dabei. Und so sehen die beiden Figuren dann mal ohne ihre Ausrüstung aus und sie tragen hier eben Taucheranzüge, weil wie gesagt, das geht ja für die Ninja dann unter Wasser. Ich finde, die sehen ziemlich gut aus, vor allem die Farbkombination bei Cole finde ich super, orange und schwarz. Zudem sieht man bei beiden Figuren auch noch so glänzende Details, also wenn das Licht drauf fällt, dann sieht man hier oben so glänzende Details auf dem Oberkörper, aber auch unten bei den Beinen. Zudem sieht man hier auch schon mal die ersten Gesichter der beiden Figuren, aber beide Figuren haben dann auch noch zweite Gesichter, die sehen wir dann von hier hinten. Hier schauen sie auf jeden Fall beide sehr viel fröhlicher rein. Und zudem sieht man hier nochmal die Rückenbedruckung, hier halt auch nochmal bei Jay mit dem Reißverschluss, damit er eben den Taucheranzug an- und ausziehen kann. Und die anderen beiden Minifiguren in dem Set sind dann hier die Marai-Wächter. Die sind auch komplett gleich aufgebaut. Beide Figuren haben dann auch hier so türkisfarbene Taucherflossen mit dabei. Auch die habe ich mal kurz weggelassen, damit ich euch die Figuren besser zeigen kann. Und die Figuren, die sind auch komplett gleich aufgebaut worden. Sie haben die gleiche Bewaffnung. Hier so ein Säbel, der sieht eigentlich ganz cool aus. Mit so einem schwarzen Drachenkopf als Griff hier hinten. Und der rechten Figur, der habe ich hier kurz noch das Wellenamulett in die Hand gegeben. Das ist ja auch bei jedem Set mit dabei.
Und man braucht ja beide Amulette, also einmal das Wellenamulett und das Sturmamulett, um Vojira dann zu erwecken. Zudem haben beide Figuren auch noch eine goldene Schulterpanzerung hier zwischen Kopf und Torso. Das sieht man hier mal von allen Seiten. Ansonsten sind die, wie gesagt, komplett gleich aufgebaut. Die Figuren haben dann das Kopfteil, das wir schon von den Pyro-Vipern kennen, hier aber in einer anderen Farbkombination, also in Schwarz und in Türkis. Zudem tragen sie hier auch die gleiche Rüstung, die so ein bisschen Gold funkelt hier oben an der Brust und hier unten auch bei den Knien. Zudem ist hier auch noch so eine Art Gürtel angedeutet, ebenfalls in Gold. Und von hinten haben sie dann ebenfalls nochmal die goldene Rüstung, die sieht man hier dann mal. Und wenn sie eben die Schulterpanzerung auch noch mit drauf haben, dann sieht es mal so aus. Und das ist halt ein schöner Übergang dann hier auf die Rückenbedruckung. Gut, das waren also mal die Minifiguren und als nächstes schauen wir uns jetzt mal den Ninja Unterwasser Speeder ein bisschen genauer an. Das Set hat eine Länge von 27 cm, dazu noch eine Breite von 12 cm und eine Höhe von ungefähr 7 cm. Und ich finde, das Fahrzeug hat eine ziemlich coole Form. Das erinnert mich so ein bisschen an ein Formel 1 Auto mit den freistehenden Rädern hier vorne. Dann hier vorne noch so ein goldener Frontspoiler. Hier vorne sind dann auch noch ja, Geschütze angedeutet. Das sind Stud-Shooter. Die kann man abfeuern, indem man einfach hier an der Seite dagegen drückt. Dann fliegen die Studs eben vorne raus. Und zudem sieht man hier vorne auch noch so eine Glaskuppel mit etwas Rotem darunter. Und hier gibt es dann gleich auch schon die erste Funktion. Dieses Teil kann man nämlich abnehmen. Das sieht dann mal so aus. Das wird hier einfach von einem Pin und so einer Technikachse gehalten. Wenn dieses Teil jetzt ab ist, sieht man hier vorne auch noch die Frontscheinwerfer auf beiden Seiten. Und hier haben wir dann noch die abnehmbare Drohne, hier vorne dann eben mit den beiden Stud-Shootern und jetzt den Flügeln hier an den Seiten. Und von hinten sieht man dann noch die Löcher, da wird die Drohne dann eben an dem Fahrzeug befestigt. Ich finde auch von der Seite sieht das Fahrzeug richtig gut aus. Hier sieht man halt die großen Räder, die Gummiräder. Hier haben wir dann auch noch so Propeller verbaut an jedem Rad, weil die Räder kann man nachher noch verstellen. Das zeige ich euch später dann noch. Dann hat man hier so ja, ein bisschen den Motorblock oder so angedeutet oder so ein paar Lüftungsschlitze. Das Fahrzeug kann ja über Wasser fahren, genauso wie eben unter Wasser. Und hier an der Seite hat man dann auch noch so große Lufteinlässe. Und von hinten sieht das Fahrzeug dann mal so aus. Hier unten hat man auch noch einen Diffusor, also das Fahrzeug kann ja auch über Wasser fahren. Dann haben wir hier links und rechts noch die Rückleuchten und hier oben drauf haben wir noch den Heckspoiler, der lässt sich aber nicht verstellen. Von oben sieht das Fahrzeug dann mal so aus. Hier wurden auch viele Aufkleber zur Verzierung angebracht. Zum Beispiel hier vorne. Hier steht drauf No Step. Also da sollte man nicht drauf treten. Zudem sind hier noch Aufkleber angebracht worden. Und hier auch noch ganz große. Da sind auch noch Blitze angedeutet. Passt dann natürlich ganz gut zu Jay. Und auch hier hinten beim Motor hat man noch einen Aufkleber mit einem Blitz drauf. Hier vorne ist dann noch eine Lufthutze. Und hier vorne ist dann eben auch noch das Cockpit. Die Cockpitscheibe kann man dann einmal nach vorne hin öffnen. Dann sieht es mal von innen so aus. Hier hinten gibt es dann auch noch ein nettes Detail. Hier ist noch die Luftanzeige, weil Jay hat ja ein kleines Leck und ihm geht so langsam die Luft aus in der Serie. Und so sieht es dann auch noch aus, wenn Jay hier eben im Cockpit sitzt. Er passt da auch mit seiner Sauerstoffflasche rein. Jetzt kann man die Cockpitscheibe wieder schließen. Und das Ganze sieht dann mal so aus. So, und jetzt kommen wir dann mal zu der Hauptfunktion von dem Fahrzeug. So wie wir es hier gerade sehen, ist es ja für die Straße dann gemacht. So kann er da problemlos auf der Straße fahren. Aber wenn er mit dem Fahrzeug dann unter Wasser eintaucht, dann kann er die Räder verstellen. Die Vorderräder kann er nach unten bringen. Die sind dann für den Auftrieb. Das Ganze sieht dann schon mal so aus. Und die hinteren Räder, die kann er dann nach hinten klappen. Die sind dann für den Vortrieb. Das Ganze sieht dann so aus. Und wie gesagt, die Propeller hier hinten, die kann man ja drehen. Einmal die an den Hinterrädern und auch die hier vorne jetzt an den Vorderrädern. Und das ist auf jeden Fall eine ganz coole Funktion. Ich zeige euch das nochmal kurz von allen Seiten.
Wenn die Räder gerade mal eingeklappt sind, dann kann ich euch gleich noch ein weiteres Detail zeigen. Hier wurden nämlich noch so Stoßdämpfer angedeutet, die lassen sich aber nicht bewegen. Die hat man natürlich auf beiden Seiten und auch noch hinten. Gut, und das waren dann auch schon wieder alle Details und Funktionen von dem Set. Kommen wir jetzt noch kurz zu meinem Fazit. Ich finde, das Fahrzeug hat echt eine coole Form. Es erinnert mich, wie gesagt, so ein bisschen an ein Formel 1 Auto. Zudem hat es natürlich die Farben von Jay. Es ist richtig schön windschnittig. Es hat eine coole Funktion mit dem Einklappen der Räder. Es ist ja ein Amphibienfahrzeug, also es kann auf der Straße fahren, also an Land oder eben auch unter Wasser. Zudem hat man vorne ja noch eine abnehmbare Drohne mit ein paar Start-Shootern dran. Zudem bekommt man halt noch 4 Minifiguren. Das ist auf jeden Fall für ein Set dieser Größe auch ausreichend, wie ich finde. Preislich liegt es normalerweise bei 40 Euro. Das finde ich ein bisschen zu teuer. Aber wie gesagt, im Angebot bekommt man es gerade schon für 28 Euro. Das ist schon ein ziemlich guter Preis, wie ich finde, für dieses Set. Das ist aber natürlich alles wieder nur meine Meinung. Ihr könnt mir eure Meinung zu dem Set gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt natürlich auch noch kostenlos machen. Und dann hören wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Und ciao.